darf Sie recht herzlich begrüßen zu der heutigen Veranstaltung. Mein Vorgänger Alfred Göckel, Gemeinderat Hans-Gerd Köhnen, Charlie Schneider, Gemeinderat Peter Steinl und auch als Gründungsmitglieder mit dabei, was mich sehr freut, und weitere Mitbürger aus Rheinsheim. TV Überregional ist jetzt hier in Rheinsheim. Hier ist ein besonderes Ereignis. Stellen Sie sich mal bitte als erstes vor. Mein Name ist Oliver Buch. Ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von Beruf. Meine Firma Business Plus Adventure GmbH ist in der Nachbargemeinde Huttenheim. Aber wir sind drei Gemeinden zusammen, Huttenheim, Vilisburg und Rheinsheim. Und ich bin hier durch persönliche Kontakte als Berater tätig, aber auch als Genosse, um dieses Projekt zu unterstützen. Der Grund der Veranstaltung ist, die Bürger zu informieren in Rheinsheim und selbstverständlich sie als Genossen zu gewinnen. Die Information bedeutet, dass die Menschen, die hier das Kulturgut zum Löwen erhalten wollen, darüber informiert werden, wie ihre Einlagen verwendet werden, wenn sie Genossenschaftsanteile zeigen, und welche Zukunftsperspektiven in diesem Projekt liegen. Jeder hat die Möglichkeit, bei Ihnen eine Einlage zu erbringen? Ja, es ist auch nicht daran gebunden, dass man hier in der Gemeinde tätig ist oder wohnt. Jeder kann einen Anteil zeichnen. Ja. Wenn jemand zum Beispiel die 250 Euro investiert, dann legt er sie bei Ihnen in dieses Projekt an, anstatt auf eine Bank, und bekommt dafür Zinsen, was man ja bei anderen Banken nicht mehr in dieser Höhe bekommt, richtig? Ja, man muss wissen, dass der Genossenschaftsanteil ist zunächst mal Eigenkapital, und die Dividende, die er bekommt, das hängt dann ab von dem Ergebnis. Das Projekt ist so strukturiert, dass zunächst mal ein Gebäude erwerben werden soll, dann Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, und eine Rendite ist erst ab dem Jahr 2020 möglich. Nachdem alles gemacht wurde, keine Investitionen mehr nötig sind? Ja, also wenn das Gebäude vollständig saniert ist und die Gaststätte und das Ladengeschäft und die Fremdenzimmervermietung anläuft. Ja. Den Zuschauern möchte ich auch mitteilen, dass die Rechtsform der Genossenschaft die Möglichkeit bietet, möglichst ohne viele Notaraufwand hier neue Gesellschaftsformen zu entwickeln, die zwar schon eine über Jahrhunderte alte Tradition haben, aber soziales Engagement zu bündeln, um hier Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht nur immer auf die Hilfe des Staates fokussiert sind, sondern selber Initiative zu ergreifen, um gerade solche Gemeinden wie Rheinsheim, die ein bisschen am Rand liegen, neue Formen auch des Gemeindelebens zu initiieren. Weil hier in der Gemeinde ist das Problem, dass kein Ladengeschäft mehr vorhanden ist. Auch Gaststätte gibt es nur noch, eine Clubhausgaststätte am Sportplatz. Und da ist einfach das Ziel, hier die Bürger der ganzen Bundesrepublik aufzufordern, hier was Neues zu tun. Ja. Wenn jetzt jemand professionelle Hilfe benötigt in Sachen Ihres Berufes, Steuerberatung und so weiter, erklären Sie noch mal kurz, was Sie machen, und dann Ihre Telefonnummer, Ihre Webseite. Also ich bin Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Ich bin im Moment als Ein-Mann GmbH unterwegs, habe mich vor allem spezialisiert auf Spezialfragen des Steuerrechts, und auch betriebswirtschaftliche Beratung ist mein Ziel. Meine Telefonnummer ist die 0160 923 77632, und die Domain, die ich habe, ist www.business-adventure.de. Vielen herzlichen Dank, und schön, dass so ein Profi auch hier bei diesem Großprojekt dabei ist. Vielen Dank für das Interview. Danke. Eigentlich der Geschäftsplan, der ist auch bei uns auf der Homepage, den kann man runterladen, und wir fassen hier einfach nur die wichtigsten Punkte zusammen. Im Geschäftsplan. Mein Name ist Jürgen Thomsen und ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der Bürgerhaus Löwen Genossenschaft in Rheinsheim. Wir machen heute eine Informationsveranstaltung für die Bürger Rheinsheim, wo wir Sie über den Stand des Projektes informieren,
hauptsächlich gerade über die erfolgte Registrierung unserer Genossenschaft, was für uns ein großer Schritt ist, um jetzt überhaupt geschäftlich aktiv zu werden. Ja, also es ist so, dass wir dieses Bürgerhaus so einrichten wollen, dass es im Prinzip die gesamte Spektrum anspricht, die ein Bürger hier in Rainsheim erwartet, nämlich ein Ladengeschäft, eine Gaststätte, ein Treffpunkt für Jung und Alt, für Vereine. Und außerdem wollen wir natürlich nicht nur die Rainsheimer Bürger in unserem Haus sehen, sondern auch Leute, die durch Rainsheim fahren, hauptsächlich mit dem Fahrrad. Und für die haben wir das Angebot auch wieder, Gaststätte, aber auch Fremdenzimmer. Das heißt, sie können hier ein oder zwei Nächte in Rainsheim bleiben und die Schönheiten der Landschaften hier genießen. Wir haben herrliche Naturschutzgebiete wie die Elisabethenwörth. Wir haben den Rhein vor der Haustür. Ich glaube, das ist eine sehr attraktive Gegend, um hier Fahrradtouren nicht nur zu unterbrechen, sondern auch als Endziel hier in Rainsheim zu haben. Könnte auch regelmäßig eine Tanzveranstaltung stattfinden? Also eine Tanzveranstaltung kann hier auch regelmäßig stattfinden. Wir werden Räumlichkeiten haben, wo wir all diese Dinge unterbringen können. Wir können hier Kochveranstaltungen haben, wir können Vereine, die in Rainsheim oder in der Umgebung sind, ihre Festlichkeiten machen wollen. Das können wir alles in dem Haus zur Verfügung stellen. Wenn Sie es wünschen, kann TV Überregional Sie bekannt machen und Sie werbetechnisch voll und ganz unterstützen. Das würde uns sehr freuen, wenn Sie das machen würden, denn das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen die Bekanntheit in Rainsheim, in der Umgebung, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, damit wir hier unser Bürgerhaus in Rainsheim erfolgreich machen können. Was möchten Sie den Zuschauern noch mitteilen? Ich kann den Zuschauern eigentlich nur ans Herz legen, wenn sie sich noch nicht beteiligt haben, sich auch an diesem Bürgerhaus, an der Genossenschaft zu beteiligen. Denn ich glaube, dass es im Moment bei der finanziellen Lage auf dem Kapitalmarkt keine schlechte Anlage, wenn man sich hier im Bürgerhaus in Rainsheim beteiligt. Vielen Dank. Vielen Dank für das Interview. Danke auch. Mein Name ist Jasmine Kirschner. Ich bin hier aus Rainsheim, bin Ortsvorsteherin hier in Rainsheim. Also für mich ist das ganze Vorhaben, das wir jetzt hier auf den Weg gebracht haben, das Team, das sich hier zusammengestellt hat, bringt das Ganze auf den Weg. Und es ist eine Chance für Rainsheim, dass wir einfach wieder die Nahversorgung, dass wir die sichern können für die Zukunft und auch ein Kommunikationszentrum wollen wir damit erreichen hier in Rainsheim, wo vielleicht mal abends eine Band spielt oder auch für Senioren nachmittags was geboten wird. Einfach Kommunikation, das ist was mittlerweile immer mehr fehlt in der Gesellschaft. Das wünsche ich mir für Rainsheim. Genossenschaft heißt ja eigentlich gemeinsam und da sind die Bürger gefragt und ich brauche eigentlich gar niemanden, der mir 100.000 Euro für das Projekt gibt, sondern ich brauche viele kleine Einzelne, die das ganze Projekt tragen und somit sind die auch bemüht, dass das Ganze auch richtig läuft. Und Gewerbe, ja, das ist okay, aber letztendlich ist die Vielfalt ist das Wichtige. Viele, viele Bürger. Wir haben auch mittlerweile auswärtige Bürger sogar, die sagen, oh ja, da mache ich mit, das ist ein tolles, ganz tolles Projekt, was sie da vorhaben. Ich habe diese Woche einen Anruf gehabt aus Neudorf von einem Interessenten, der auch mitmachen will. Dieser gemeinschaftliche Sinn, das fehlt mittlerweile immer mehr in der Gesellschaft. Und das möchte ich hier einfach wieder neu bringen und einfach bestärken, das Wir-Gefühl. Sind auch Helfer gesucht? Helfer? Nicht unbedingt, wir können manche Dinge schon personell besetzen. Natürlich sind Helfer immer gefragt, wenn jetzt mal die Bauphase kommt oder so. Wer möchte, kann gern mitmachen. Das ist gar kein Thema, dass man auch mit einem mal samstags einen Arbeitseinsatz oder so macht. Aber es ist auf jeden Fall kein Muss. Es geht hier einfach nur, damit das finanziell das Ganze getragen wird. Also wenn jemand etwas ansparen möchte, kann er es bei Ihnen investieren und bekommt mehr als auf der Bank. Ganz genau, sehe sie einfach unser Projekt, das Löwenhaus, das Bürgerhaus Löwen, als ihre Sparbüchse für die Zukunft. Hier können sie ihr Geld anlegen. Wir haben sehr konservativ kalkuliert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Laden mehr abschmeißt und dass auch die Fremdenzimmer gehen werden. Und je besser das es läuft, umso früher gibt es Dividende von uns. 2%, das ist eine Sache. Die Webseite von diesem Projekt? www.rainsheim-bürgerhaus.de können Sie nachschauen. Facebook finden Sie uns auch unter Bürgerhaus Löwen.
Vielen Dank für das Interview. Herzlichen Dank auch. Ich hoffe, dass es ganz viele und dass wir da mit dieser Message ganz viele mit anstecken können. Und darf jeder mitmachen, nicht nur Rheinsheimer. Jeder, der das Wir-Gefühl mitmachen möchte, ist bei uns gut aufgehoben. Dankeschön. Ja, wir sind heute in Rheinsheim, hier bei der ersten richtig großen Informationsveranstaltung zum Bürgerhaus, zur Genossenschaft. Und seit heute haben wir die Bestätigung des Genossenschaftsverbands, dass wir die Genossenschaft gründen dürfen. Es sind so ungefähr 100, 150 Leute hier, die mit Sicherheit Interesse haben an der Genossenschaft. Und als Bürgermeister der Stadt Philippsburg ist man natürlich außerordentlich stolz darauf, dass aus der Bürgerschaft, für die Bürgerschaft ein Haus städtebaulich saniert werden soll und ein Tante-Emma-Laden neu entsteht, um die Nahversorgung vor Ort sicherzustellen und quersubventioniert soll der ganze Laden und die ganze Räumlichkeiten werden durch entsprechend Gästebetten. Ob das so funktioniert, wird sich dann zeigen. Ich weiß definitiv, dass im ganzen Raum Bruchsal, IHK hat es, oder die Industrie- und Handelskammer hat das entsprechend recherchiert, 1000 Gästebetten fehlen und ich gehe davon aus, dass wir die 20 auch mit einer guten Auslastung, 45% sind kalkuliert, auch entsprechend belegen können und das Ganze auch in Rheinsheim.